Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Waifu-Battle im neuen Jahr gegen Tobi. Den haben wir ja schon mal herausgefordert, heute im Juju-Tier. Und ja, mal gucken, wie der Kampf so ausgehen wird. Ich kann eins schon vorweg sagen, es ist ein sehr außergewöhnlicher Kampf von den Spitznamen her, aber das werdet ihr auch gleich sehen. Ja, Tobi hat dabei Skorgler, von dem ich schon letzte Folge erzählt habe, das natürlich dank des Evoliten enorm in der Verteidigung profitiert. Hier hat er auch Shaymin dabei, das doch ziemlichen Druck im Juju-Tier ausüben kann. Dumise, Viscogon, Registeel und ein Vishu müsste es sein. Ja, das sind alles samt gefährliche Kandidaten. Ich habe mich auch für Grebotak, Arcani, Mega Stalos, Scarabon, Xmat und Zaccaroni entschieden, aka Brigarion. Ja, ich habe dafür ein Feuer-Pokémon rausgenommen. Ich denke, es war die bessere Wahl gewesen. Ich habe jetzt mal zwei Kampf-Pokémon mit dabei und eine erhebliche Psychoschwäche, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Dafür habe ich Grebotak so ein bisschen als Ausgleich dabei. Werden wir aber jetzt sehen, wie der Kampf einfach so gegen Tobi ausgeht. Wir sind schon ganz heiß drauf und deswegen legen wir auch los mit dem neuen Waifu-Battle gegen den lieben Tobi. Er schickt in den Kampf, ja, Stefan Raab, aka Registeel. Ja, und ich habe mit Grebotak geleadet. Nicht unbedingt ein schlechter Lead hier gegen Registeel. Ich habe mich hier den Abschlag entschieden, gebe jetzt erstmal die Offensivweste hier weg, krieg hier natürlich Live-Orb-Schaden wieder zurück und der erste Turn von ihm ist Blitzkanone. What the hell? Dass die auch noch trifft? Also entweder hat es wahrscheinlich ein Item, das die Genauigkeit erhöht. Ansonsten würde ich mir nie erklären, warum Blitzkanone auf Anhieb bei Grebotak getroffen hat. Sehr, sehr viel Glück, weil Wasserdüse und Abschlag hätten ihm wohl ziemliche Probleme bereitet. Ich gehe hier auf Mega Stalos, was aber keine so gute Idee war, denn jetzt kommt Fokusstoß, der ebenfalls sehr effektiv auf Mega Stalos ist. Und er zieht mehr als die Hälfte der KP ab. Ärgerlicherweise exakt eins mehr. Also, das kann natürlich mal passieren. Ist ein bisschen Pech. Und ja, er ruft zurück hier auf Elton. Das ist in dem Falle ein Skorgler. Ja, ich habe mich hier entschieden, die Hazards auszulegen. Das hat man ja auch gesehen. Jetzt liegen die Tarnsteine draußen hier. Essentiell wichtig. Ich bin jetzt erstmal auf Zaccaroni gegangen. Mir war klar gewesen, dass hier wahrscheinlich auf jeden Fall die Tarnsteine kommen müssen, denn Skorgler ist so ein bekannter Tarnsteine auflockern User, also Tarnsteine auflockern, dann Toxin und dann irgendein anderes Move, entweder Kehrtwende oder Erdbeben, je nachdem, was man denn gerne auf dem Skorgler haben möchte. So, da die Moves, ich jetzt genannt habe, alle nicht so toll sind auf X-Bad, habe ich mich für X-Bad entschieden, da alles mögliche, selbst Toxin und hier natürlich Kehrtwende sowie Erdbeben keine Wirkung haben, beziehungsweise vielfach resistiert werden. Man sieht auch, Kehrtwende zieht tendierend gegen gar nichts ab. Also muss er hier zurückrufen und ruft natürlich wieder hier sein Registeel in den Kampf. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also ich countere mit X-Bad Skorgler und er countert ganz gut hier mit Registeel mein X-Bad. Wieso das ein bisschen länger dauern kann. Und wir jetzt hier elenden Chip-Damage machen müssen, um hier überhaupt Registeel rauszuekeln. Ja, ich habe mich hier für Scarabon entschieden, um hier natürlich ein bisschen Druck auszuüben. Kriege jetzt leider auch erstmal Tarnsteine-Schaden. Hier kommt Ladestein, der den Spezialangriff von Registeel erhöht. Ich glaube, das kann man mal einfach so sagen, weil eine 70% Wahrscheinlichkeit ist schon enorm, um den Spezialangriff zu erhöhen. Also man kann fast immer davon ausgehen, dass Ladestrahl den Spezialangriff erhöhen wird. Ärgerlich, dass die Attacke halt nur eine 90er Genauigkeit hat. Ansonsten würde sie wahrscheinlich öfters gespielt werden. Ja, Nahkampf ist leider nicht sehr effektiv auf den Typen von Skorgler. Wieso ich jetzt leider zurückrufen muss, hätte hier mit Nachthieb eher angreifen sollen. Viel Ende hätte es genauso wenig gebracht. Also der Nachthieb wäre wahrscheinlich um Ellen besser gewesen. So entscheidet sich Skorgler, jetzt Ruheort einzusetzen. Sehr ärgerlich, denn Skorglers KP gehen so wieder nach oben. Ja, X-Band erholt sich fleißig und munter mit Giftschleim, aber ich habe mich auch entschieden, Ruheort einzusetzen. Das heißt, Stall Battle Deluxe bei den beiden Pokémon hier. Also, X-Band kann nicht wirklich viel gegen Skorgler ausrichten und Skorgler kann nicht wirklich viel gegen X-Band ausrichten. Bisschen paradox, beide Pokémon sind ungefähr so rosafarben und schön wie anmutig wie das andere Pokémon. Aber so ist das halt nun mal. Wie gesagt, also
X-Bat countert ganz gut Skorgler und jetzt kommt halt wieder Registeel rein, wie sich das halt so gehört, ne? Wenn die Pokémon halt gecountert werden. Ja, jetzt haben wir hier die Chance, mit Kehrtwende so viel Chip-Damage auszuüben, dass wir endlich mal auf ein anderes Pokémon wechseln können. Das mal in die Reichweite kommt, Registeel hier Schaden auszuüben, nämlich Zaccarone. Ist enorm langsam und für den Gegner, auch wenn man es nicht unbedingt weiß, schwer einzuschätzen, ob jetzt unbedingt Zaccarone oder Registeel schneller ist. Und ja, ärgerlicherweise kommt da noch der Spezialverteidigungsdrop dazu, wieso ich gedacht habe, jetzt muss er auf jeden Fall hier nochmal angreifen und das ist die Gelegenheit, sich hier natürlich gegenzuheilen mit einmal Schutzstacheln, bitte. Ja, hier kommt Lichtkanone, der Gegner, oder ich schütze mich hier an der Stelle selbst, kann hier also einige KP regenerieren. Ob das jetzt hier gereicht hätte, um zu überleben, keine Ahnung, aber ich weiß, dass Zaccarone schneller ist als das langsame Registeel und der Hammerarm reicht auch aus, um Registeel garantiert zu besiegen. So, erstes Pokémon vom Gegner mal K.O. Es hat ganz schön lange gedauert, 12 Turns. Da könnte manch anderer Gegner schon bei einem Pokémon gewesen sein. Kommt hier mit Bushi rein, aka Shaymin. Ja, kriegt erstmal Tarnsteine Schaden hier an der Stelle und ich gehe auf die Schutzstachel. Um zu gucken einfach, oder zu scouten, sagt man auch so schön, was er denn einsetzt. Er setzt Psychokinese ein. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil Zaccarone eine ziemliche Schwäche hat und wie ich angemerkt habe, auch mein ganzes Team eigentlich eine Psychoschwäche hat und er ruft zurück. PS, ich hatte hier gar keinen Safe Switch gehabt. Was hätte ich denn hier reinrufen sollen? Das heißt, eigentlich hätte hier Zaccarone easy peasy besiegen können und hat es nicht getan. Stattdessen kriegt jetzt Wishu erstmal einen auf den Deckel mit Hammerarm. Schon ein bisschen ärgerlich, weil man hier an der Stelle gerade sagen kann, dass Shaymin garantiert Zaccarone besiegen konnte. Also er hat hier wirklich einen sicheren KO aus der Hand gegeben und das ist schon ärgerlich. Ja, bin hier auf Schutzstangen gegangen, einfach um zu gucken, ob hier jetzt er mit Wishu angreift. Auf jeden Fall wäre Wishu dadurch dann K.O. gegangen. Hat es nicht getan, sehr, sehr guter Play hier an der Stelle. Hat den Play von vorhin auf jeden Fall ausgeglichen. Aber ärgerlich, er hätte ein Pokémon besiegen können. Und hat es nicht getan hier an der Stelle. Geht hier auf Kehrtwende, ich glaube, das war auch der beste Turn, den er hier an der Stelle machen hätte können. Wie gesagt, er hat wahrscheinlich schon gedacht, dass ich hier auf X-Bad gehe, um hier einfach sich eine bessere Position aufzustellen. Und jetzt kommt Schlag den PTTV, Acker Dummiesel. Ja, Dummiesel ist ja so ein bisschen bekannt dafür, hier zu paralysieren und kann hier einfach mit Verhöhner so sagen, nö, das darfst du jetzt nicht machen. Und der Vermutung nahe bin ich jetzt hier richtig gewesen, denn hier kommt Giftblick und der sollte mich natürlich treffen, um mich zu paralysieren. Kenne ich noch von Silver, das Dummiesel, deswegen ist das jetzt auch für mich nicht wirklich verwunderlich. Kommt hier mit Skorgler wieder rein. Das war übrigens der Switch, wo ich endlich sicher mit Sturzflug angreifen kann. Und so kriegt auch endlich Skorgler mal ein bisschen Schaden gedrückt. Leider nicht wirklich viel, wie gesagt, die Verteidigung ist enorm hoch dank des Evoliten. Aber er ist auf 50%, heißt er wird wahrscheinlich auf einen Ruheort gehen und ich kann wieder Verhöhner einsetzen. Ist das nicht herrlich? Das heißt, Skorgler ist nur noch in der Lage, Kehrtwende einzusetzen. Und das heißt, ich kann hier wieder beruhigt auf Sturzflug drücken und weiteren Schaden auf Skorgler ausüben. Das war ein sehr guter Zug für mich gewesen hier an der Stelle. Skorgler hat ca. 50% an der KP verloren, muss hier sogar raus mit der Kehrtwende. Und das heißt, es wird auch wieder Tarnsteine Schaden kassieren. Das ist für mich natürlich ein enormer Vorteil. Kommt hier mit Steven Gätchen, aka Viscogon. Und ja, das ist halt so der Play, wo ich dann sagen muss, jetzt ist es für mich gefährlich. Also mit X-Blatt kann ich hier natürlich nichts ausrichten. Es kann Surfer, Eisstrahl und meistens auch noch Draco Meteor. Und ich habe jetzt einfach mal gedacht, vielleicht so ein Eisstrahl wäre ja ganz nett. Deswegen bin ich hier auf Scarabon gegangen. Um einfach mal zu gucken, ob er jetzt auf den Eisstrahl geht. Er geht stattdessen auf Draco Meteor und das war es natürlich für Scarabon. Bisschen ärgerlich. Hier hätte ich ganz gut zu Stalos wechseln können übrigens an der Stelle. Also es war vielleicht ein bisschen obvious gewesen, dass ich hier wechsle. Also mit Stalos hätte ich hier mehr ausrichten können. Auch wenn der Server noch getroffen hätte, ich denke, dank des Spezialen des Drops hätte es vielleicht doch nicht gereicht, um Stalos zu besiegen.
Muss hier natürlich rausgehen, weil Viscogon so in der Position nicht wirklich gut dasteht. Kann hier wieder auf den Sturzflug drücken und es kommt Elton rein. Und das heißt, ja, das heißt, Elton ist jetzt leider K.O. Denn Sturzflug wird auch auf jeden Fall reichen, um die paar KP von Elton abzuziehen. AK Skogler, und Skogler verabschiedet sich endlich. Was ein guter Zug. Ja, X-Bad erholt sich hier noch ein bisschen mit dem Giftschleim. Kommt hier wieder mit Bushi rein. Was natürlich Shaman ist. Und ich habe so gedacht, okay, der wird jetzt wohl nicht wissen, dass ich X-Bad nicht den Voll-Init-Investment habe und nicht auf Psychokinese. Er geht aber auf Psychokinese und besiegt so mein X-Bad. Schade. Also X-Bad wäre auf jeden Fall schneller gewesen, hätte ich Full-Init-Investment gehabt. Habe es aber natürlich nicht. Und deshalb geht X-Bad hier K.O. Komme hier mit Arcani rein. Drohe ist vielleicht für Shaymin eher uninteressant. Ich hatte Angst, dass Shaymin Erdkräfte könnte. Er kann es aber nicht, weil ansonsten hätte er nicht zurückgerufen. Geht hier auf Steven Gätjen, aka Viscogon. Und ja, letztes Mal könnt ihr euch vielleicht, oder bei Benny habe ich mit Flammenblitz einmal nicht angegriffen und stattdessen Irrlicht eingesetzt. Aus dem Fehler habe ich jetzt gelernt und direkt mit Flammenblitz angegriffen. Gätjen brennt. Gätjen brennt, wäre das mal in der Sendung gefallen. Ja, kann hier Steven Gätjen aka Viscogon ganz leicht rausnehmen mit Turbo-Tempo, also da hat er auch keine Chance mehr. So, kommt hier wieder mit Doomiesel rein, das hier wieder mit dem Giftblick versucht, meinen Arcani zu paralysieren. Den werde ich jetzt aber erstmal abwenden und Stalos paralysieren lassen. Denn das interessiert wohl mitunter am wenigsten. Ich meine, Brüller ist eh kein Prio-Move, der kommt eh nach alles anderem. Von daher die Paralyse nur interessant, wenn Stalos mal full-powered ist. Und ja, Stalos ist eh nicht wirklich schnell. Das heißt, das war wirklich das gewesen, was für mich am wenigsten wehtat, zu paralysieren. Das liebe Stalos. Versucht sich hier einzurollen. Ich kann rausbrüllen. Das heißt, das Einrollen war vollkommen unnütz gewesen. Kommt Juli rein. Hab hier ein bisschen Pech, dass Juli hier mit einem KP wirklich überlebt. Oder mit weniger als einem KP. Kann hier nicht wirklich sicher tauschen. Und ich bitte gerade diesen Freeze zu entschuldigen. Ich weiß nicht, was das gerade war. Jedenfalls ist Stalos besiegt. Es kommt Arcani rein, natürlich will ich hier mit Turbo-Tempo dementsprechend einiges an Druck ausüben. Bedroher senkt den Angriff nochmal zudem. Ja, und es kommt wieder Doomiesel rein. Und ja, ich kann auf Morgengrauen gehen, das ist natürlich bei der KP-Anzahl ganz nützlich. Hätte ich auch Flammenblitz noch einsetzen können, den ich jetzt mache. Also, ob ich jetzt Flammenblitz oder Morgengrauen als erstes gespielt hätte, hätte jetzt nichts am Zug wirklich geändert. Krieg hier Rückstoßschaden. Leider reicht es nicht, um Doomiesel zu besiegen, denn das ist ein defensives Arcani. Das heißt, mit einem offensiven Arcani hätte es auf jeden Fall gereicht. Geht hier auf Ruheort, jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, hä, warum bist du nicht auf Turbo-Tempo gegangen? Ganz einfach, ich bin Pokémon Tutorial TV, ich bin eh immer paralysiert, wenn ich schon paralysiert bin. Das heißt, es kann einfach Einrollen einsetzen. So, und jetzt könnt ihr mal die Turns zählen, wie oft ich geparalysiert bin. Paralysiert Nummer 2, bitte. Schon ein bisschen paradox, oder? Doomiesel rollt sich der mal gemütlich die ganze Zeit ein. Es ist so eingerollt wie ein Igel mittlerweile. Arcani entscheidet sich derweil immer noch paralysiert zu sein. Ja, und es kommt Kopfnuss. Die zieht natürlich erheblich viel ab. Doomiesel hat hier noch Edelmut. Das heißt, es kann sein, dass Arcani eventuell nicht durchkommt. Hab hier viel Glück mit Irrlicht. Und der Turn war auch sehr wichtig gewesen, denn Doomieses Angriffserhöhung ist jetzt nahezu nutzlos geworden. Man sieht es gleich auch am Kopfnussschaden. Es zieht nicht mehr wirklich viel ab. Arcani kann aber immer noch zurückschrecken. Und das passiert jetzt auch. So, Doomiesel ist jetzt in der Position, sich wieder heilen zu müssen. Tut es nicht. Entscheidet sich hier für Kopfnuss. Interessanter Play, denn man weiß natürlich, dass hier der Brennhelmschaden kommt. Und ich habe mich entschieden, ja, wenn du mich angreifst, dann setze ich halt Morgengrauen ein. Also es wäre vielleicht sicherer gewesen, hier auf den Ruheort zu gehen, als statt direkt wieder in den Angriff zu wagen. Kommt hier mit Bushi rein.
meiner Meinung nach eine spielentscheidende Stelle wieder mal. Er geht hier nicht auf Psychokinese, sondern auf Heilopfer. Und opfert Bushi. Und was passiert mit Arcani? Es ist paralysiert und kann nicht angreifen. Hätte er jetzt dreimal mit Psychokinese angegriffen, hätte er das Match gewonnen. Super ärgerlich für die gegnerische Seite. Hätte das einfach mal versucht, wäre es vielleicht sogar noch gut gegangen. Anstatt dessen passiert jetzt erstmal gar nichts. Das ist ärgerlich. Und es kommt Turmkick. Der vernichtet Arcani dank eines Volltreffers. Ich weiß nicht, ob das gereicht hätte ohne den Volltreffer. Das werden wir jetzt erstmal leider nicht wissen. Arcani ist auf jeden Fall besiegt. Der Angriff ist immer noch hoch von Vishu. Und Vishu ist so ein bisschen geeignet dafür, irgendwie mal ein Walband oder ein Walschal zu spielen. Das heißt, wir können das mal mit Schutzstacheln scouten, ob das der Fall ist. Es ist der Fall. Das heißt, es kriegt jetzt den Ein-Achtel-Schaden durch die Schutzstacheln. Und die Hälfte an KP verliert es, weil es den Turmkick einsetzt, während ich einen Schutzmove ausübe wie Schutzstacheln. Und das ist für den Gegner ziemlich ärgerlich. Es verliert enorm viel KP. Turmkick reicht nicht aus, um Zaccaroni zu besiegen. Ich kann mit Holzhammer angreifen und Julia aus dem Spiel nehmen. Das war echt knapp. Meine Güte, hier nochmal Rückstoßschaden. Und das war ein sehr enges 1:0, das auch durchaus hätte anders enden können. Oh Manometer, was war bei Tobi los? Tobi, du hättest zweimal gewinnen können. Zweimal. Also, auf der gegnerischen Seite fasse ich nochmal zusammen. Zwei enorm große Fehler, die er nicht gesehen hat. Er hat zum einen nicht gesehen, das interessanterweise beides bei Shaymin. Also die zwei interessanten spielentscheidenden Stellen waren gewesen. Zum einen die Psychokinese relativ am Anfang, die er nicht eingesetzt hat gegen Zaccaronis Schutzstahl. Ich habe einmal gescoutet, es hat Psychokinese eingesetzt. Hatte also keinen wirklich sicheren Tausch mehr, denn Krebutak war ja zu Beginn bereits K.O. gegangen und musste so eigentlich mein Zaccaroni opfern und das hat er nicht gesehen und stattdessen zurückgerufen auf sein Vishu war es, glaube ich, und somit einen sicheren K.O. aus der Hand gegeben. Am Ende war es dann spielentscheidend gewesen. Das zweite, was ärgerlich auf Tobis Seite war, er hätte einfach mal versuchen sollen, mit Psychokinese anzugreifen. Versuchen! Also, wenn er mit Psychokinese angegriffen hätte, wäre das auf jeden Fall der KO gewesen für Arcani. Ob es denn jetzt bei Zaccaroni gereicht hätte, keine Ahnung. Ich gehe aber mal stark davon aus, denn Zaccaronis Spezialverteilung ist nicht so gut. Es ist eher ein defensives Pokémon auf physisch-defensiver Seite. Und dementsprechend hätte das bei Zaccaroni leider mit Shaymin dann doch wohl gereicht für die gegnerische Seite und es wäre wohl ein 2:0 für Tobi gewesen. Beides nicht eingetreten, er hat den sicheren Tausch hier an der Stelle, den nicht vorhandenen sicheren Tausch nicht gesehen und das ist natürlich ärgerlich. Vielleicht hat er hier einfach das Team nicht aufgeschrieben, denn ansonsten hätte man auf jeden Fall gesehen, dass ich hier keinen sicheren Tausch mehr gehabt habe. Manometer, war ein spannender Kampf auf jeden Fall. Hier vor allen Dingen, was lange Zeit beide gegnerischen Seiten so, oder was beide Seiten so ein bisschen Probleme bereitet hat, war die Situation Skorilla X-Bud gewesen. Also die Pokémon hätten sich gegenseitig nichts anrichten können. Er konnte hier auf Registil gehen, ich konnte hier mit Caitlyn wieder sicher rausgehen und das Spielchen haben wir dann ein bisschen lange gespielt. Natürlich, Registil hat hier keinen Regenerationsmove außer Erholung und Erholung kann es wahrscheinlich nicht und deshalb ärgerlich für die gegnerische Seite, dass hier dann Registil mit Tarnsteine und Kehrtwendeschaden dann irgendwann so weit unten war, dass ich mit Zaccaroni einfach hier die Kampfattacke drücken konnte und dann war Registil draußen. Registriert sehr, sehr defensiv, aber man muss auch sagen, irgendwann, wenn ein sehr effektiver Move kommt, der auf Step geht, dann hat auch selbst das defensivste Registrier der Welt keine Chance mehr. So ist es nun mal leider. Vielleicht hätte man hier sogar nochmal einen Wechsel zu Skorla wagen können. Hat er nicht getan. Gut, wie dem auch sei. Jedenfalls, es war ein sehr, sehr interessantes Match auf jeden Fall gewesen. Vor allen Dingen, was vielleicht auch nochmal erwähnenswert wäre, wäre der Verhöhner von X-Bud. Der hat vor allen Dingen Doomiesel und Skorgler Probleme bereitet. Es war sehr obvious, also sehr offensichtlich gewesen,
Das Dummiese hier an der Stelle versucht, X-Bat auf jeden Fall zu paralysieren, denn X-Bat ist mein schnellstes Pokémon im Team gewesen. Und es war auch ziemlich obvious gewesen, dass Skorgler an der Stelle versucht, sich gegenzuheilen, wenn es auf 50% ist. Also, das war ein sehr, sag ich mal, leichte Turns für Tobi gewesen, wo er auch durchaus hätte auswechseln können. Also, Tobi hatte durchaus Möglichkeiten, mich hier zu besiegen, hat es aber nicht genutzt und so gewann ich knapp, aber wohl verdient 1-0. So, meine Damen und Herren, das war's hier erstmal an Stelle mit diesem Wi-Fi-Kampf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken und favorisieren nicht vergessen, wenn es denn so war. Ich werde mich hier an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder beim nächsten Wi-Fi-Battle vorbei. Man sieht sich, meine Freunde des Pokémon-Universums. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Wi-Fi-Kampf hier. Hier habe ich auch nochmal drei interessante Videos für euch. Ein Free-for-All, ein Wi-Fi-Battle und die zweite Season der DPL. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach mal draufklicken und ansehen. Falls ihr mir nicht abonniert habt, könnt ihr das tun mittels des Pokémon-Buttons. Denn Pokémon ist besser als halb studieren, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums.